Zwischen 3 und 5 Uhr morgens aufzuwachen kann ein Zeichen dafür sein, dass man spirituell erwacht. Die Stunden des Wolfes und der Geister. Es gibt viele Gründe, die uns nachts wach halten. Leider sind die wenigsten gut aussehend und leidenschaftlich. Den meisten liegen eher ernste Ursachen zugrunde. Im Schlaf geht in unserem Körper so einiges vor sich. Die Hormone spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Organuhr, der unser Biorhythmus gemäß den Lehren der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, unterworfen ist. Die Zeit zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens ist aber auch spirituell von großer Bedeutung. Angeblich ist der Schleier zwischen dieser Welt und der jenseitigen dann besonders dünn. Lass uns also ein paar Betrachtungen dazu anstellen, was nächtliches Erwachen zu dieser Uhrzeit für dein spirituelles Erwachen bedeuten kann. Nummer 1. Jahrtausende altes Wissen aus China spricht dafür. In der TCM haben unsere Organe nicht nur eine rein biologische Funktion. Das Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und Emotionen kennt dieses uralte Medizinwissen schon sehr lange. Ein Mensch ist seiner Auffassung nach nur komplett, wenn alle Ebenen seines Bewusstseins Berücksichtigung finden. In der Zeit zwischen 3 und 5 Uhr morgens ist es laut chinesischer Organuhr unsere Lunge, deren Meridian einen Energieschub erhält. Sie wird also stimuliert durch den Fluss des Qi, der unsere Lebensenergie repräsentiert. Neben der Versorgung unseres Körpers mit Sauerstoff kommt der Lunge auch große psychologische Bedeutung zu. Sie steht für Trauer und Traurigkeit in uns, das Gefühl, nirgends zugehörig und völlig losgelöst vom Rest der Welt zu sein. Sie ist es auch, die, wenn wir sterben, das letzte Band darstellt, das uns an das Leben knüpft. Indem wir unseren letzten Atemzug tun, verlassen wir diese Welt. Aus spiritueller Sicht ist die Lunge das Tor, das über den Atem des Lebens wacht. Wenn wir atmen, erfüllen wir unseren Körper mit Energie, Leben und Liebe. Herrscht hier ein Defizit, fällt uns das Atmen schwer und wir kämpfen tagsüber und auch nachts gegen dieses Ungleichgewicht an. Angstzustände, Depressionen, Trauer und die Furcht davor, ein uninspiriertes Leben führen zu müssen, rauben uns die Luft. Manche Menschen verweigern sich das Leben in Hülle und Fülle auch ganz bewusst. Sie wurden seelisch oder emotional tief verletzt und lassen keine Heilung zu. All das manifestiert sich in unserer Lunge. All das kann dazu führen, dass wir zu ihrer energetischen Hochzeit zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens erwachen. Nummer 2. Die Stunde des Wolfes. Diese mystische Bezeichnung hat sich inzwischen sogar schon in den Bereichen Psychologie und Schlafforschung etabliert. Es wird angenommen, dass die nachtaktiven Wölfe die Menschen schon seit jeher fasziniert haben und sie einige der wenigen Lebewesen repräsentieren, die um diese Uhrzeit wach sind. Allerdings haben Wölfe natürlich auch eine lange Tradition als Totem- und Krafttiere und spirituelle Wächter. Diese Uhrzeit nach ihnen zu benennen, kann daher auch dieser Tatsache geschuldet sein. Wenn wir spirituell erwachen, öffnet sich unser Geist für das Unsichtbare. Wir sind dann bereit zu glauben und uns nicht nur mehr auf das Wissen zu beschränken. Als Geistwesen stehen die Wölfe für Stärke und Unabhängigkeit. Ihre Lebensform als geordnete Gemeinschaft ist der menschlichen sehr ähnlich. Das Krafttier Wolf steht für Schutz und Führung gleichermaßen. Außerdem zeigt es uns, welche Macht wir anstreben können, wenn wir lernen, die Einsamkeit für unsere Zwecke zu nutzen. Die Kelten kannten in ihrem Jahreskreis auch die sogenannte Wolfszeit. Es war sicher kein Zufall, dass damit die Monate Januar und Februar gemeint waren. Sie stehen symbolisch für das Ende der dunklen Jahreszeit und den bevorstehenden Neubeginn, ganz so wie das spirituelle Erwachen eben auch. Nummer 3. Die spirituelle oder Hexenstunde. Wenn unser Körper in die Tiefschlafphase eintaucht, hat unser Bewusstsein Sendepause. Alles, was mit Verstand, Logik und Vernunft einhergeht, wird ab diesem Zeitpunkt von unserem Unterbewusstsein abgelöst. Unser Geist ist dann offen für Botschaften, die unsere Intuition und unsere Instinkte uns vermitteln möchten.
Diese empfangen wir auch tagsüber und im Wachzustand. Allerdings werden sie dann häufig blockiert, beiseite geschoben und verdrängt. Zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens sind die Barrieren zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein durchlässig. Ein dünner Schleier trennt diese beiden Bereiche dann nur mehr voneinander. Die spirituelle Community geht sogar davon aus, dass wir uns diese Zeitspanne vorstellen dürfen wie die beiden Tage aller Heiligen und aller Seelen im Jahreskreis. Das bedeutet aus metaphysischer Sicht, dass nicht nur das Unterbewusste besser zu uns durchdringen kann, sondern auch die Seelen der Verstorbenen zu dieser Zeit leichter mit uns in Kontakt treten können. So gesehen ergibt es natürlich Sinn, dass wir nachts geweckt werden, ohne ersichtlichen Grund. Jemand oder etwas klopft an die Tür unserer Wahrnehmung und möchte gehört werden. Wenn es in deinem Leben gerade um Entscheidungen geht, kann sich ein Angebot zur Unterstützung hinter diesem magischen Weckruf verbergen oder ein kosmischer Handlungsimperativ, der dich auffordert, endlich in die Gänge zu kommen. Spürst du die Anwesenheit lieber Verstorbener ganz deutlich, dann sind auch sie aus einem bestimmten Grund zu dir gekommen. Eine Warnung, ein guter Rat oder die Versicherung, dass sie auch aus dem Jenseits noch über dich wachen, verbirgt sich dahinter. Nummer 4. Spontane Erleuchtung. Hell wacht durch Nacht und Tag. Es kommt gar nicht so selten vor, dass sich spirituelles Erwachen nicht als Prozess manifestiert, sondern als eine Art spontanes Erweckungserlebnis. Viele große Gurus und Lichtträger berichten von solchen Erlebnissen, die sie plötzlich und ohne Vorwarnung heimgesucht haben. Auch für diese Quantensprünge bietet sich die Nacht besonders an und hier eben das Zeitfenster zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens. Wenn das Unbewusste endlich das Bewusste durchbricht und wir uns transformieren, kann uns diese Metamorphose durchaus den Schlaf rauben. Viele Menschen berichten davon, voller Angst erwacht zu sein. Die ersten Meter in Richtung spiritueller Erleuchtung müssen keineswegs friedfertig und wie in rosa Watte gepackt vonstatten gehen. Wieder andere verspüren Schmerzen und ein Gefühl der Verzweiflung und Orientierungslosigkeit. Wie jede Weiterentwicklung wird auch das spirituelle Erwachen von unangenehmen Nebengeräuschen begleitet. In der Folge jedoch sehen wir die Welt mit ganz anderen Augen. Wir fühlen uns sicher und beschützt und können endlich alles loslassen, was uns bislang beschäftigt, aber keinen Schritt weitergebracht hat. Viele Erleuchtete berichten davon, zum ersten Mal in ihrem Leben völlig angstfrei in die Zukunft geblickt zu haben, obwohl sie ihre Existenz gerade komplett auf den Kopf stellen. Spirituelles Erwachen braucht immer ein gewisses Maß an Mut und Pioniergeist. Vielleicht nutzt dieser himmlische Mechanismus deshalb diese besondere Uhrzeit, weil er zu jeder anderen kein so leichtes Spiel mit uns hätte. Viel zu stark werden wir zu jedem anderen Zeitpunkt dominiert von unserem Verstand und unserem Bedürfnis nach Kontrolle. Ist der schmerzhafte und verwirrende Teil einmal überstanden, fühlen wir uns wie neu geboren. Unser heutiges Fazit: Höheres Bewusstsein raubt uns den Schlaf. Wenn wir gesundheitliche und psychische Faktoren im Fall von wiederkehrender Schlaflosigkeit ausschließen können, lohnt sich ein Blick hinein in unser Innerstes. Manchmal kündigt sich spirituelles Erwachen in kleinen Schritten an. Manchmal überflutet es uns förmlich wie ein kosmischer Tsunami. Diese Dinge können wir nicht steuern und das macht uns zuerst einmal Angst. Diese weicht jedoch schon bald einem unbeschreiblichen Gefühl, das auf allen Frequenzen eine einzige Botschaft sendet. Alles wird gut. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.